Servus, was geht ab, Leute? Justin hat ein neues Video hochgeladen und zwar hat er eine neue Serie gestartet: Peinliche Hypebeast Outfits. Ich finde sowas eigentlich immer relativ lustig, weil sich da irgendwelche Leute immer echt übertrieben zum Affen machen. Aber naja, also ich muss sagen, wir geben uns einfach mal das Video. Was einem direkt auffällt, mit Bauchtasche chillt man natürlich zu Hause. Da hat Justin natürlich, einiges übertroffen. Zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal eine Folge Armes Deutschland, und zwar im Fashion-Bereich, deswegen auch auf meinem Hauptkanal, nicht auf meinem Zweitkanal. Ganz, ganz armes Deutschland. Ich habe mir hier 7 Outfits rausgesucht, wo mich einiges dran stört, beziehungsweise der komplette Style. Ich wollte euch die mal zeigen, ist auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Und ja, Leute, ihr braucht nicht fragen, ich war eben Haare schneiden und habe wieder den freshen Übergang. Ja, Leute, ich habe auch letztens Seiten auf Null Post bekommen. Es gibt so ein Komitee, die verleihen so Awards. Und da wurde ich nominiert für den Award für den freshesten Übergang der Webvideoproduktion im Modebereich. Kleiner Spaß, bevor ich hier noch mehr Scheiße laber, fangen wir doch direkt mal an mit dem ersten Outfit. Vorab noch kleiner Disclaimer. Hier hat er auf jeden Fall noch seine alte Rolex an. Er hat sich ja jetzt eine Iced Out gegönnt. Ja, aber die ist eigentlich relativ klassisch, auch übertrieben geil. Disclaimer, ich habe natürlich nichts gegen die Leute persönlich und jeder darf sich so anziehen, wie er will, bevor hier wieder irgendwelche Moralaposteln kommen. Aber ja, hier das erste Outfit. Der gute Herr hat ein Off-White-T-Shirt an, eine Adidas-Cap, soweit noch alles in Ordnung. Passend zur Cap, eine Adidas-Jogginghose und die Balenciaga Speedtrainer. Wenn man jetzt aber genauer hinschaut, dann fällt uns auf, dass der Junge unter einer Krankheit leidet. Und zwar hat er anscheinend Krampfadern. Und ich möchte jetzt hier auch zu einer Spendenaktion aufrufen, Ehrenmann, weil er konnte sich anscheinend keine Kompressionsstrümpfe leisten, sondern hat sich sein Off-White-Gürtel einfach mal um sein Bein gewickelt, damit das Blut weiterhin normal durch seine Venenarterien fließen kann. Ein Like, Leute, gleich ein Respekt. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Alter, was soll das? So ernsthaft. Sehr viel Ironie heute am Start bei Justin. Ein Off-White-Belt ist schon kritisch genug, wenn man den jetzt heute noch so rumflext oder sich den aus der Hose raushängen lässt. So, das ist eine Sache, aber sich den... Ich feiere den Gürtel so oder so nicht. Also, selbst wenn ihr den wirklich als Gürtel, so wie es eigentlich gedacht ist, benutzt. Aber, ich weiß nicht, ist zu übertrieben. Um das Bein zu binden... Oh, ey, das muss echt nicht sein, oder? Ganz besonders beliebt scheinen in dieser Szene natürlich auch Couple-Fotos zu sein. Und zwar haben wir hier zwei Herren, die wirklich durchaus in Off-White gekleidet sind. Die beiden haben wahrscheinlich auch Krampfadern in den Beinen, beziehungsweise da sind ein paar Arterien verstopft, aber auch die konnten sich beide mit einem schönen Off-White-Gürtel helfen. Ja, wenn es um die Schuhe geht, tragen die beide auf jeden Fall Partnerlook. Die Schuhe sind geil. Also zu den Schuhen kann man jetzt echt nichts sagen. Die Hose, ja, okay. Aber diese Drecks-Off-White-Gürtel, alles geht gar nicht. Aber alles in allem, ich meine, das Outfit ist auch gar nicht stimmig, passt doch überhaupt nicht zusammen, sind wir ehrlich. Schuhe an sich auf jeden Fall sehr cool, ich bin kein Fan davon, zwei verschiedene Schnürsenkel reinzutun, aber ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man die Sachen kombiniert, und das hier ist wirklich Overdose, das ist viel zu viel. So, übel. Off-White-Socken, Off-White-Nike-Schuhe, sich ein Off-White-Gürtel um die Beine schnallen, dann so eine komische Fake-Gucci-Hose, die es gar nicht von Gucci gibt, aber das Gucci-Muster hat. Dann hängt an dem Oberteil noch das Off-White-Tag dran. Weiß nicht, ob man damit flexen möchte oder ob man es noch nach dem Bild wieder zurückschickt oder so. Dann natürlich vermischen wir ein paar verschiedene Styles. Ein Off-White-Hoodie tragen, aber dann irgendwelche komischen Gothic-Ringe. Und was nicht fehlen darf, es ist natürlich auch wirklich sehr, sehr kalt. Da. Und anstatt sich eine Jacke anzuziehen, schneidet man sich lieber einen fetten Schal um die Kapuze, die man aufgezogen hat. Beziehungsweise hängt sich den, der andere hängt sich einfach ganz lässig über die Schulter. Der Schal ist jetzt nicht zu über dimensional und ist auch gar nicht nervig, wenn dein komplettes Outfit einfach nur gestreift ist und mit fetten Logos übersät. Also die Outfits sind wirklich ganz, ganz armes Deutschland, auch wenn die Jungs nicht aus Deutschland kommen. Habe ich tatsächlich überlegt, die Serie nicht Armes Deutschland zu nennen, sondern Goodbye Deutschland, die Auswanderer, weil das wäre wirklich ein guter Grund. Armes Deutschland. Ja, kommen wir auf jeden Fall auch schon zum nächsten Couple-Foto, und zwar haben sich hier zwei Herren Yeezy Karton als Rucksack mit den Off-White-Gürteln. Alter. Die betreffen komplett alles. Also da ist ja komplett alles vorbei. Die auch krank sind.
Also ihr merkt schon, in dieser Szene sind viel verreiste Krankheiten. Die beiden haben aber keine Krampfadern, sondern die scheinen einfach irgendeinen grippalen Infekt zu haben. Deswegen haben sie zum Mundschutz angezogen, um sich dann auch gegenseitig nicht anzustecken. Vielleicht können sie sich, wenn sie wieder gesund sind, dann auch mal... Scheiße. Müssen. Ich habe schon so oft in Modus in Videos gesagt, dass ich diese Adidas-Socken gar nicht feiere, wenn man die bis zum Anschlag hochzieht, beziehungsweise mega hochzieht. Ja, die beiden haben Yeezys an sich coole Schuhe, aber wieder too much kombiniert. Ja, ich brauche gar nicht zu den Hosen und Oberteilen zu sagen, weil Leute, ihr wisst alle, auf was ich hinaus will. Seid ihr geistig komplett beschränkt, ob ihr euch Yeezy-Kartons als Rucksack umgeschnallt? Alter Schwede. Einmal mit einem weißen Off-White-Belt und einem mit einem gelben, beziehungsweise man braucht dafür zwei Off-White-Belts. Ey, wo sind die behindert? Das kann man doch nicht machen, Mann. Ey, es ist mir schon fast peinlich, das hier im Video zu zeigen. Und dann aber auf Naruto-Style angelehnt, noch ein schönes Bandana umgeschnallt. Also ich habe nie Animes oder so geguckt, deswegen hoffe ich jetzt mal, ich lag nicht ganz so falsch mit Naruto. Ja, dem nächsten Herrn scheint es auf jeden Fall auch nicht ganz so gut zu gehen, weil er hat, ich sehe es jetzt erst gerade, er hat ein Messer im Kopf stecken. Ja, wahrscheinlich war das... Digga, was ist das? Scheiße. Irgendwie sein Halloween-Special oder so. Alter, armes Deutschland, wirklich. Naja, auf jeden Fall scheint es ihm auch nicht so gut zu gehen, weil er auch einen Mundschutz trägt und dieses Supreme-Stirnband. So einzelne Accessoires von Supreme kann man vielleicht noch tragen, ohne dass es cringe wird. Aber wenn du ein Supreme-Stirnband trägst, ein Supreme-Mundschutz, eine Supreme-Cash-Gun, dann dein Supreme Louis Vuitton-T-Shirt, dann so eine komische Only the Blind Skinny-Track-Pants und roten Revenge X Stormbands, dann ist das meiner Meinung nach zu viel. So, also die Vans, richtig geil. Finde ich mega krass. Und ich bin auch ein Fan davon, wenn Sachen farblich zusammenpassen. Aber hier kann mir doch niemand erzählen, dass das geil aussieht. Und zu guter Letzt wollte ich euch noch drei andere Bilder zeigen. Einmal dieses Trio hier, ja, auch der vordere Bild, die Adidas-Socken als Fußballstutzen angezogen. Der wollte danach wahrscheinlich auch noch zu einem Spiel. Digga, das sieht übertrieben beknackt aus mit den Socken hier hochgezogen und über die Hose. Aber das Outfit ist auf jeden Fall nicht so schlimm, oder die drei Outfits sind nicht so schlimm wie die anderen davor. Hier geht's eigentlich bis auf die Socken. Naja. Rechts der schön das T-Shirt bis in die Kniekehlen rein, so wie sich das gehört. Auf dem nächsten Bild sind wieder Adidas Socken sehr weit hochgezogen, aber jetzt passen sie ja wenigstens zum rot-schwarzen Outfit. Frisur ist auf jeden Fall auch nice, hatte ich jetzt auch mal überlegt, mir jetzt hier noch so eine ja. Zwiebelsohn-Optik. Ich weiß jetzt nicht, was es sein soll. Und er hier ist ein Zebra. Easy Zebra an. Weiß-schwarz gestreiftes Oberteil, schwarz-weiß gestreifte Cap, schwarz-weiß gestreifte Hose und die gestreiften schwarz-weißen Adidas-Socken auch wieder schön in die Masse rein. Ey. Schön in die Masse rein. Das war's zu dem Video, Leute. Ich wollte keine negativen Vibes verbreiten, aber euch einfach mal aufzeigen, dass es nicht allen Menschen auf dieser Welt so gut geht wie uns und dass wir auf jeden Fall zufrieden sein müssen, dass wir alle gesund sind und keine Krampfader, Off-White-Gürtel und Off-White-Mundschutz tragen müssen. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. So, das Video von ihm war zu Ende, aber der hat noch einen zweiten Teil rausgebracht. Wir schauen da noch ein bisschen rein, was es da noch so zum Anschauen gibt. Ein Bild. Und zwar kann ich jedem dieses Outfit hier an den Tag legen, wenn man nicht weiß, wie man sich... Scheiße. Auf der einen Seite trägt er weiß, auf der anderen schwarz. Naja. Da noch dieser Champion-Pullover. Das sieht übertrieben beknackt aus. Anziehen soll. Und zwar, wenn man morgens so vor dem Schrank steht und überlegt, soll ich heute was Weißes anziehen oder was Schwarzes? Ja, dann zieht einfach so ein Outfit hier an. Eine Socke weiß, eine Socke schwarz, ein Schuh weiß, ein Schuh schwarz, ein Hosenbein weiß, ein Hosenbein schwarz, ein weißes Sweater mit einem schwarzen Shirt darunter, eine schwarze Face Mask mit einer weißen Cap. Ich dachte, ey, Alter, warum? Hä? Also ich habe es gar nicht verstanden, das sieht jetzt ja auch nicht cool aus, auch nicht mal für ein Foto, sondern das sieht einfach nur strange aus. Und dann diese Hose, das ist auf einem Bein so, was steht da, Vape? Vor allem ist hier so beige, ist nicht so wirklich dieses reine Weiß, sieht dann noch beknackter aus. Oder sowas, auf dem anderen MMXV. Also da hätte er sich morgens vor dem Kleiderschrank doch lieber für eine von beiden Farben entscheiden sollen, anstatt die zu mixen.
Das war nix, mein Lieber. Naja, also, den geben wir uns noch. Outfit. Und zwar ist ja jetzt vor kurzem die neue Louis Vuitton-Kollektion für Männer. Der hat ja mal überhaupt gar nicht übertrieben. Scheiße. Aber wie kommen die Leute auf so einen Scheiß? Erschienen von Virgil Abloh Designs. Der gute Herr hier hat sich auf jeden Fall auch damit eingekleidet. Das Bild ist anscheinend kurz nach seiner Festnahme entstanden. Also erstmal, so viele Ringe ist wirklich auch zu viel des Guten. Dann, jeder weiß ja, dass diese orangen Ketten mit dieses Hauptmerkmal von der neuen Louis Vuitton-Kollektion sind. Aber sich dann so eigene, dickere Ketten mitzunehmen, die orange anzusprühen, so, also keine Ahnung, ich hoffe mal für ihn, weil jetzt ja bald die Karnevalszeit ansteht, wo ich übrigens gar kein Fan von bin. Ihr könnt mir gerne mal sagen, feiert ihr Karneval? Ich ahne es gar nicht. Ich hoffe auf jeden Fall für ihn, dass das hier sein Karnevals-Outfit ist, auch weil diese Mütze oder was das da auch sein soll, ist ganz, ganz armes Deutschland. Das ist halt, ich glaube, da ist nicht nur ein Teil original von der Louis Vuitton-Kollektion, das ist halt alles einfach so in diesem Style nachgemacht und es ist schon sehr, sehr strange, würde ich sagen, auch mit diesem Schloss hier so als... Also, lieber beim nächsten Mal ein anderes Kostüm auswählen. Leute? Naja, also, das war's auf jeden Fall. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch so einen Off-White-Gürtel da umschnallt oder euch den nächsten Yeezy-Karton als Rucksack aufschnallt. Wie gesagt, der ein oder andere wird es auf jeden Fall feiern und natürlich seinen nächsten Schuhkarton als Rucksack benutzen. Also in diesem Sinne, Freunde, haut rein und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Peace.